Hallo, willkommen bei diesem ersten Shootout Saturday Video. So, was ist Shootout Saturday? Das ist einfach für uns alle etwas auch Besonderes im YouTube. Muss ich euch erklären. Ich werde jetzt ab heute anfangen, jeden Samstag ein Video kurz zu machen mit drei Kanalvorstellungen. Und ja, wir fangen heute an mit drei Kanal. Ihr könnt einfach auch sehen, was sie machen. Die sind klein, so wie ich. Ihr könnt einfach subscribe, like und teilen, so wie jeder. Und ja, große Kanal brauche ich nicht zu anzuwiesen, zu machen, ein Spezialvideo. Sowieso, die sind so groß. Was brauchen die von mir einfach? Aber ich bleibe einfach ganz ruhig auf die Sache. Ich habe einfach Lust, euch zu meiner Bekanntheit zu machen. Ihr könnt einfach auch als YouTuber einfach mich anschreiben, Bewerbung hinschicken auf meine Mails. Da steht er einfach auch auf meine Mails, E-Mails-Adresse einfach angekündigt. Oder Facebook können Sie einfach auch schreiben. Und ja, ich freue mich jetzt einfach auf euch alle zu haben. Und jetzt, wir fangen an. Erste Video. So, Video, was ist Video? Das ist einfach ein kurz Vorschau. Was ich aber rausgenommen und das stelle ich einfach für euch das einfach, was die Kanal einfach bringen. Okay, die erste Kanal, MML Production, sehr guter Kanal, bekannt von mir und auch angetragen bei mir. Okay, dann muss ich auch sagen, das ist die erste Mal, dass ich mache sowas und die sind einfach auch immer gern dabei, um einfach vorzustellen. Und jetzt mache ich einfach so. 1, 2, 3. Vorschau, bitte. Mal gucken, jetzt der aktuelle Final Fantasy 15 Trailer. Hallo und herzlich Und willkommen, ja. los geht's. Bin mal gespannt. Bin mal gespannt. Bis jetzt. Sehr natürlich. Ich habe noch nicht gesehen. Aber die Grafik ist schon mal Hammer, ne? Setting ist halt Also das so. habe ich aber schon gesehen. Das ist erst die Woche gekommen. Also das mit dem Auto unfallen, das habe ich jetzt nicht gesehen. Ich finde, dass man mal was von der Story. Ich habe viel zu wenig von der Story gesehen. So, mich versteht man, wenn so weiter. Sport, mache David. Ich sage schon gut, ja. So krass. Schon mal so ein Okay, willkommen zurück. Sie haben gesehen eine kurze Vorschau auf diese Kanäle aus YouTube. Die machen Let's Play Gaming, Kino-Trailer, Reaction und Videogame-Reaction-Trailer und auch spezielle Filme. Wir machen auch Filme. Gut, wir sind keine Profi. Aber wir machen etwas einfach dabei. Für euch zu unterhalten. Okay, jetzt zweiter Kanal. Wir gehen, das ist einfach der Lyceron. Lyceron ist einfach ein Kanal. Der hat auch jetzt einfach meine Kollegen einfach angeschrieben. Der möchte auch einfach die YouTube-Kanal vorzeigen. Okay, ist alles willkommen. Da mache ich auch einfach über meine Videos Vorschau. Macht er auch einfach einen kleinen Abschnitt, wie das sich aussehen mit Vorstellungen. Okay, das finde ich auch einfach super. Und der macht auch viel Let's Play, das ist auch ein Gamer.
so wie wir alle im YouTube. Ich hoffe's. Aber jetzt die Trailer. Trailer? Nee, was sage ich Trailer? Ich habe mich einfach wieder verkehrt mit meinem Video. Vorschau bitte, Vorschau. Bis gleich. Leute, ich bedanke mich bei euch recht herzlich, dass ihr mein Video eingeschaltet habt, aber wie immer, für diese Woche, unser Abonnent der Woche ist der Red Flames. Ich bedanke mich ganz herzlich bei ihm, dass er sich die Mühe gemacht hat, mich zu unterstützen. Jetzt meine Unterstützung für dich. Leute, geht auf seinen Kanal, es gibt Action pur, ihr habt Battlefield, ihr habt GTA, ihr habt Destiny, also die vollen Shooter, die volle Shooter-Action. Ich denke, da wird es einige geile Explosionen geben und auch das ein oder andere Gefecht. Ich denke trotzdem, dass auch was dabei ist für die Leute, die jetzt nicht unbedingt auf Shooter stehen. Das wird wahrscheinlich dann die Lego-Seite sein. Also, für Lego-Fans und für Shooter-Fans auf jeden Fall was dabei. Und ich muss sagen, dein Titelbild gefällt mir mega gut. Ja, ist mega geil. Zeigt ihm ein bisschen YouTube-Liebe, lasst ihm ein Abo da, kommentiert bei seinen Videos, liked ihn und jetzt viel Spaß mit dem Video. Meine lieben Freunde, ich begrüße euch recht herzlich zurück zu Let's Play Kingdom Hearts 1.5 HD Remix. Ich bin Lucidon und ich bin gut gelaunt, weil wir heute Kingdom Hearts spielen. Wir haben im letzten Folge, oh Mann, immer dieses Intro, immer diese Kacke. Im letzten Video, so, haben wir diesen dicken Mega-Wal platt gemacht und jetzt müssen wir uns eine neue Welt suchen, weil wir da alles gemacht haben, was wir bis dato machen können. Also, wir haben Monstro, dann haben wir hier eine 5-Sterne-Welt und hier eine 6-Sterne-Welt. Also gehen wir erstmal in die 5-Sterne-Welt. Ich hoffe, dass wir nicht nochmal durch Monstro durchfliegen müssen oder so. Jetzt ist die Frage, ob ich mich zu Monstro hätte porten können, damit ich diesen ganzen Flieg mich zur neuen Welt Mist nicht machen müssen. Aber. So, Sie haben gesehen, Lucerne, seinen Kanal. Der ist super, finde ich einfach. Jetzt muss ich einfach gerade sagen, wir gehen auf die letzte Kanal. Sie heißt, das ist eine Frau, Mautz, ich weiß auch nicht. Ganz genau, okay. Sorry, ich bin keine Deutsche, ich bin Franzose. Ich versuche meine Beste daraus zu machen. Aber gut, sie machen einfach auch sehr gute Let's Play. Und dem Abschnitt, was ich habe geholt von sie, oh, da werden sie einfach, ich hoffe, auch sagen, oh, sie machen einfach gute Let's Play für eine Frau. Okay, jetzt kurz Vorschau und wir sehen uns gleich danach. Let's go! Ich hörte, hat LeChuck hier womöglich etwas Wichtiges vergraben. Eine einigermaßen vertrauenswürdige Quelle hat mir zugeflüstert, dass LeChuck hier womöglich etwas Wichtiges begraben haben könnte. LeChuck? Ha! Er sollte sich selbst begraben, wenn er wüsste, was gut für ihn ist. Also, weißt du etwas darüber? Nein, aber hier gibt es eine Menge Kreuze. Schwer zu sagen, was wo vergraben liegt. Ich muss ja ganz kurz sagen, aber dieser Goldhaufen, wo diese Juwelen drauf liegen, das sieht aber komisch aus. Das finde ich jetzt nicht so gut umgesetzt, ehrlich gesagt. So, es gibt hier wirklich eine Menge Kreuze. Es gibt hier wirklich eine Menge Kreuze. Wohl wahr, wohl wahr. Das hast du messerscharf erkannt. Ja. Warst du in deinem früheren Leben Pfadfinder? Nein, wir sind oder ein wurden Fuchs. Deine vom Alter trüben Augen nach deinem Dahinschein wieder aufgetankt? Ich bin ein mächtiger Pirat. Natürlich! Wir alle sind hier und Mighty Pirates, Klugscheißer. Und das hier ist das Paradies für jeden Schatzsucher. Unendlich viele geheime Piratenschätze unter jedem Kreuz, soweit das Auge reicht. Schätze voller Zitronenscheiben. Wow! So, unter jedem Kreuz befindet sich also ein Schatz. Ich fasse also nochmal zusammen. Unter jedem einzelnen dieser Kreuze verbirgt sich ein Piratenschatz? Was ist los? Immer noch grab ihr dir in den Ohren? Versuch doch selbst dein Glück! Das machen wir auch sofort. Wieso gräbst du aber nicht nach Schätzen? Was ist los? Wieso gräbst du nicht weiter nach Schätzen? Kleines Bäuschen, um Bilanz zu ziehen. Da ist doch irgendwas faul, oder? Kannst du uns dann zeigen, wie das Ganze funktionieren Kannst soll? Kannst du mir zeigen, wie eine Schatzsuche funktioniert? Sicher.
Okay, Sie haben gesehen, das sind meine drei erste Kanalvorstellungen. Mehr werden einfach, ich hoffe, auch kommen auf meine Kanale, Vorstellungskanale. Sowieso schreiben Sie bei mir an und dann mache ich einfach auch die Vorstellung. Und wenn ihr seid groß, da kann ich einfach auch, ich hoffe, auch nicht so helfen. Ab 2 Millionen oder 800.000 Abonnenten, da kann ich einfach nichts mehr machen. Die sind für mich auch groß genug. Aber wenn du jetzt einfach so wie ich gerade angefangen im YouTube, dann kannst du dich melden einfach. Da werde ich einfach auch dich einfach bringen auf Vorstellungen, Video. Und ja, das gibt keine Grenze einfach für mich. Nur, dass alle wissen, ich mache nur 1 Minute 56 Video, Trailer, also Video, Vorstellung, aber mehr nicht einfach. Oder sie möchte mehr, dann muss man einfach abreden. Aber Zeit ist Zeit, oder? Okay, das war's einfach für unser erste Shootout Saturday. Ich hoffe, das gefällt euch. Subscribe und like bei jedem sowieso. Und bleiben Sie dran. Viel Spaß dabei. Ciao.